Vor 10 Jahren habe ich die Lehre als Augenoptikerin gemacht. Seit damals fasziniert mich das Gesicht extrem. Ich finde die Individualität jeder Person und der Ausdruck, der ständig wechselt, wahnsinnig spannend. Für mich war es klar, für meine Bachelorarbeit in diese Richtung zu gehen. Als ich dann das erste Mal von der Gesichtserkennung gehört habe, hat es mich einerseits schockiert und irgendwie aber auch fasziniert, dass man so etwas wie das Gesicht, das sich ständig verändert, je nach Ausdruck, nach Laune und Stimmung, dass man so etwas greifbar machen kann in Daten. Das heißt, ich hatte so ein Gesichtserkennungssystem auf meinem Laptop und konnte immer schauen, erkennt es mich nicht. Dafür habe ich verschiedene Versuchsreihen gemacht und habe Teile meines Gesichts abgedeckt, um zu schauen, ob es mich erkennt oder nicht. Und habe aber auch Teile meines Gesichts verdoppelt, vergrößert, verkleinert, verzerrt. Wichtig war es mir vor allem, mit dem Gesicht selber zu arbeiten und das Gesicht nicht nur abzudecken, sondern das Gesicht so zu verändern, dass mich ein System nicht mehr erkennen kann. Die Arbeit war grundsätzlich sehr schön, weil ich konnte gestalterisch sein. Und bei der Gestaltung ist es immer noch schwierig. Man bekommt selten eine Antwort, ist es das schön oder ist es nicht schön? Muss es schön sein, muss es nicht schön sein? Und ich hatte ein Programm, das mir ständig sagte, ist es richtig oder ist es falsch? Erkennt es mich oder erkennt es mich nicht? Entstanden sind 3 Objekte. Eines davon ist inspiriert von einem Filter von Instagram. Es spiegelt und stört somit das Gesichtserkennungssystem. Dann gibt es ein weiteres Objekt, das stört, indem es meine Gesichtspartie verzerrt. Entstanden ist es aus einem Plexiglas, das normalerweise für Lampenabdeckungen benutzt wird und mit prismatischer Wirkung das Gesicht verzerrt. Das dritte Objekt ist aus Metall und ist mit optischen Linsen bestückt, was natürlich von meiner Vorbildung her naheliegend ist. Die Thematik der Gesichtserkennung liegt mir wahnsinnig am Herzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum haben und ein Recht auf Privatheit und dass wir darauf bestehen müssen. Wir haben die Wahl, wir können mitbestimmen und das sollten wir unbedingt tun.